Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 6. Folge des Command & Conquer Renegade Let's Plays, wo wir ja in der letzten Folge hier schon den ersten Abschnitt hier komplett erkundet haben, aktuell hier sind und das Ziel haben, dass wir die gekidnappten Wissenschaftler befreien sollen, die hier oben sind. So. Und wir letzte Folge hier am Ende einen Mammutpanzer bekommen haben. Da ist der Mammutpanzer, mit dem wir jetzt natürlich weiterspielen wollen. Und hier durchfahren und gucken, was abgeht. Mit unserem tollen Mammutpanzer. Ist durchaus möglich, dass es jetzt nicht sonderlich gut passt und bla. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube eh mittlerweile, dass es besser wäre, wenn ich vielleicht in einigen Ecken aussteigen würde. Vor Ihnen auf der Straße fährt der Notkonvoi Havoc. Können Sie ein paar Raketen abwerfen lassen? Werde wohl mehr davon brauchen. Ja. Okay, wir werden hier einmal kurz versuchen, alles zu zerstören auf die Stelle. Eigentlich war da noch eine Rüstung, die ich einsammeln wollte. Um den Konvoi müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Gut gemacht, Herr Bock. Das da muss weg. Nein. Vorrangstellung vernichtet. Werfermunition ist unterwegs. Okay. Und er ist weg. Noch einer. So, jetzt. Okay. So, jetzt haben wir leider unseren Mammutpanzer verloren, aber das war mir schon fast klar. Das ist, glaube ich, auch gewollt gewesen. Dafür haben wir den Rest aber direkt zerstört bekommen. Wir bauen hier noch die Rüstung ein und dann laufen wir halt erstmal den restlichen Weg. Wir werden schon doch mal irgendwann wieder einen Mammutpanzer kriegen. Aber es war zumindest ein wenig traurig. Ich hätte mir erhofft, dass das nicht passiert. Erhofft wohlgemerkt. Das ist aber nicht schlimm. Es ist nur schade, falls wir jetzt nochmal sowas so viel zerstören sollen. Haben wir dann kein entsprechendes Fahrzeug mehr. Da ist der Offizier, den ich gesucht habe. Dachte mir schon fast, dass hier irgendwo noch ein Offizier ist. Das kommt, zeigt deinen Kopf. Ja, oder auch nicht. Wo ist er denn? Wow. Da nicht. Ja, auch nicht. Hast du den getötet? Wir werden es erst... Wir müssen es noch herausfinden, aber... Ich sehe den letzten Überlebenden nicht. Und jetzt bin ich auch gerade verwundert, es geht nach da... Und es geht in diese Richtung. Ich muss mich also jetzt gleich erstmal entscheiden, wo ich hinfahre. Ich würde sagen... Karte auf. Das sieht nach dem richtigen Weg aus. Die Straße weiter. Also laufen wir mal dahin. Ich glaube, das ist der Sideway. Sicher bin ich mir nicht. Aber wir probieren es. Einmal speichern und ab in den Kampfpanzer. Das nächste Einsatzziel liegt auf der anderen Seite des Hügels. Folgen Sie dem Feldweg an den Wachtürmen vorbei. Ja. Ich wollte sagen, es leckt, aber es leckt nicht, sondern ich werde rumgeschoben. So, wir brauchen am dringendsten den Offizier. Und hier kein weiterer Nachschub kommt. Aber ich sehe ihn nirgends. Okay. Ich gehe mal auf die andere Seite des Gebäudes gucken, ob der Offizier hier rumpimmelt. Irgendwo wird er sich verstecken. Glaube ich, es vermutet habe.
So, und jetzt sollte theoretisch gesehen hier keine Verstärkung mehr kommen. Praktisch könnte hier auch noch irgendwo ein Offizier rumstehen. Aber lief doch ganz gut. Alter. Ja, es tut mir leid. So, haben wir alles? Ja. Einsatzziel gesichert, Herr Wock. Gut gemacht. Jo, danke, danke. So, und jetzt können wir in diese Richtung weiter. Und vermutlich wird der Weg jetzt auch hier runter wieder führen. Ich weiß es nicht genau. Ich habe jetzt leider keine schnellen Fahrzeuge, sondern nur langsame. Was halt schade ist. Die Satellitenaufklärung zeigt, dass sich eine weitere Flarak-Stellung in der Gegend befindet. Achten Sie auch auf Ingenieure, die sie reparieren. Ja. Flarak-Stellung vernichtet. Eine Flarak-Stellung ausgeschaltet. Eva zeigt noch zwei weitere an. Gute Arbeit. Was? Oh mein Gott, das wird wieder nichts werden. So, der da muss weg. Sehr gut. Fahrzeug hat es schon wieder zerlegt. Da hinten kommt die Party. Wow. Ich gebe Ihnen Deckung, Sir. Ein Double Kill, habt ihr das gesehen? Mit einem Schuss? Mann, Mann, Mann. Nichts leichter als das. Also, wirklich, es ist etwas zu leicht an manchen Ecken, das Spiel. So, jetzt habe ich leider wieder kein Fahrzeug mehr. Doch, wir können uns diesen Jagdpanzer da hinten holen. Dann können wir noch einmal ganz kurz nach hier links fahren und gucken, was da ist. Einfach nur, weil ich gerne alles erkunden möchte. Ist zwar jetzt ein Notpanzer, aber was soll's. Mich wird schon keiner erschießen. So, das müsste jetzt die Unterseite hier sein von diesem Weg nach oben, wo ich rechts abgebogen bin. Ich weiß es nicht. Ja, das sind die zwei Türme, ist es richtig? Ja, das ist soweit korrekt. Alles klar, dann wenden. Und dann können wir jetzt in die andere Richtung fahren. Und gucken, was uns da erwartet. Und die Mission ist erstaunlich groß, ich mal ganz ehrlich. Okay, sie ist klar strukturiert, immer wieder einzelne Teilgebiete, in denen man alles erkunden soll, beziehungsweise alles zerstören soll. Das ist eigentlich soweit alles klar hier. Aber dafür, dass es eine Karte ist, ist es doch ganz schön groß. Also die Mission in Renegade als klein zu bezeichnen, ist auch falsch. Also ich glaube, wir befinden uns in der dritten Mission oder der zweiten, je nachdem, ob man das Tutorial als Mission wertet. Und dafür ist die hier schon ordentlich groß und macht aber eigentlich Bock. Also ganz ehrlich, bis auf, dass es halt altbacken ist und wie gesagt, man echt die Retro-Brille aufsetzen muss, kann ich echt nicht sagen, es ist scheiße. Sehr schön mit ihren eigenen Fahrzeugen getötet. Wow. Bin ich auch noch bekommen.
Wo kam der denn her? Das war eigentlich voll der Kamikaze-Move von diesem Hubschrauber. Ich habe ihn gekriegt, aber WTF? So. Das habe ich alles eingesammelt, auch wenn ich mich da eher rangebackt habe, aber egal. Nochmal speichern und jetzt geht es an die nächsten Flakstellungen. Ich weiß leider noch nicht genau, wo sie sind. Die Brücke wird von Flakstellungen flankiert. Solange sie nicht ausgeschaltet sind, können wir uns nicht in die Nähe wagen. Ja, ich arbeite doch schon daran. So, die erste Flakstellung dort. Flarak-Stellung vernichtet. Und die zweite da hinten. Sehr schön, so. Flarak-Stellung vernichtet. Ist immer wieder eine Freude, Ihnen bei der Arbeit zuzusehen, Herr Bock. Da ist noch ein Offizier. Den werde ich erst aus der Nähe töten können. Mach diese scheiß MG-Stellung weg. Danke. Komm. Töte den Offizier hier bitte. Danke. Der war wichtig. So, wo kommen die letzten Schüsse her? Du, der hat auch noch ordentlich hinter mir abgesetzt. Uhuhu. Okay, um raus aus dem Panzer. Bisschen in Deckung gehen. Und alles da hinten töten. Das war... ein wenig Kamikaze? Ja. Man, definitiv ziemlich Kamikaze hier durchzuflügen. Aber auch nicht so schlecht. So, war hier noch irgendwas für dich zum Looten? Nö. Mal das Wasser angucken. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Leider erkennt man sehr exakt, dass es nur eine Textur ist, die von links nach rechts fährt. Langsam. Was ein wenig schade ist, dass es nur eine Textur ist, aber... so katastrophal schlecht sieht es nicht aus. So, habe ich eigentlich was zum Reppen? Nee. Also ich werde mit diesem Panzer jetzt auch nicht unbedingt weiter nach vorne fahren. Das sehe ich als nicht so wertvoll an. Ich meine, der hat ordentlich für mich getankt. Alles cool, er hat seinen Job gemacht. Aber... Ich glaube, wir laufen jetzt eher mal das letzte Stückchen, weil, ganz ehrlich, den werde ich... wir haben 9 bekommen. Alles klar. Den werde ich einmal kurz benutzen, dann wäre der weg gewesen. Die Satellitenaufklärung zeigt auf. Ja, da hat es leider kurz gehangen und dann war direkt aus. Oh nein. Das ganze Spiel ist abgestürzt? Es sieht mir danach aus, ja. Ich hätte es fast, ich wollte fast sagen, unerwartet, aber nein. Dass Renegade abstürzt, ist in keinster Weise unerwartet. Damit habe ich schon gerechnet. Also wir haben auch direkt davor gespeichert, von daher ist alles cool. Alles gechillt, wir starten das Spiel neu. Sobald ich drinne bin, seht ihr auch gleich was. Ich lade schon mal die Mission. Das Spiel ist noch nicht, wird noch nicht initialisiert. Hier 1721 ist genau richtig. Und dann sind wir hier. Okay. Die Satellitenaufklärung zeigt, dass sie. Stürzt es nochmal ab? Nein. Okay. Der Dialog wurde leider wieder abgebrochen. Aber egal. Das Wichtigste ist nur. Es versorgt die anderen Gebäude in der Gegend mit Strom. Sie können es sich viel leichter machen, wenn sie es rasch zerstören. Wie soll ich da rüberkommen? Havoc, die Satellitenaufklärung von Eva zeigt an, dass es einen Aufzug gibt, der auf der Seite des Damms in das Kraftwerk führt. Das war's, was ich wissen musste. Danke, Luke. Jo, und jetzt... Ihr könnt euch denken, dass wir da an den Obelisken nicht ran dürfen. Wir gehen also hier rein und gehen unten lang. Was auch sonst. Und machen uns das Leben hoffentlich nicht allzu schwer. Gut, Sie
haben es nach innen geschafft. Laut der Analyse von Eva steuert die Hauptkontrollstation das große, obere Hangartor. Suchen Sie das Schaltpult und zerstören Sie es. Mach ich. Erstmal haben wir den hier schön zerstört. Wir sollen... Irgendein Steuerpult sollen wir suchen und es zerstören. Ja. Das heißt, vermutlich ist es jetzt so, wenn ich das Ding hier kaputt mache, geht das Kraftwerk aus. Oh, das hat mehr als einmal überlebt, okay. Geschafft. Das Hangartor sollte jetzt offen sein. Okay, noch ist das Kraftwerk aus. Aber wir laufen erstmal weiter hier unten lang. Aber wie cool, dass wir jetzt erst noch Zwischenmissionen haben. Ich finde, ja, Retrobrille auf und cool ist, aber ich finde trotzdem, wir haben cooles Missionsdesign im im CMC-Universum. Es macht halt trotzdem einfach Bock. Geht's hier weiter? Hier geht's nach oben. Da fahren wir einmal hoch kurz. Ich glaube aber nicht, dass ich hier raus darf. Speichern. Aber vielleicht, haben wir... Aber ich glaube, haben wir Glück, aber ich glaube, hier oben ist direkt der Obelisk. Und ich kann es mir sparen, aber dich kann ich kurz töten. Wird von innen repariert. Daher ist eine Zerstörung von außen nicht möglich. Ja, gut, wir fahren nach hier unten. Ihr seht schon, das wird keinen Sinn haben. Also zu den Obelisken komme ich auch nicht hin. Also ich würde vielleicht hinkommen, aber es ist eher unwahrscheinlich. Wir fahren demzufolge. Gehen demzufolge hier unten hin. Genau. Und machen uns auf den Weg zum Kraftwerk. Bum. Ist das hier irgendwas Cooles? Ich habe keine Ahnung. Hier könnte es zum Kraftwerk gehen. Hier geht es nicht. Könnte es nicht, sondern hier geht es auch zum Kraftwerk. Dann auf. Ihr kennt es ja auch an den Stromleitungen, ne? Man könnte einfach die Stromleitung durchschneiden oder zerschießen. Das wäre natürlich super, super einfach. Aber wer kommt schon auf so eine Idee? Damit erstmal der Offizier weg. Ich hoffe, da kommen nicht noch mehr Offiziere. Oder ich hoffe, da sind nicht noch mehr Offiziere. So, was haben wir da hinten? So, das hier ist das Kraftwerk. Okay, wir gehen erstmal nach da hinten. Schauen, dass wir die tot bekommen. Sind jetzt noch mehr oder waren das schon alle? Das ist das Kraftwerk, was wir zerstören sollen. Das ist der Damm, auf dem oben der Obelisk ist. Ja, das kriegen wir doch alles easy hin. Habe ich die Rüstung gerade schon eingesammelt oder bin ich dran vorbeigelaufen? Da ist der Obelisk. Hier lag doch eine Rüstung. Oder auch nicht. Okay, wir sammeln die Rüstung hier hinten zumindest dann ein. Da oben sieht man den Obelisken immer so ganz kurz schießen, aber richtig deutlich erkennen tun wir ihn hier nicht. Was ist aber auch eher gut für uns ist, als anstatt schlecht. Also mehr so gut. Und dann jetzt dorthin und das Kraftwerk zerstören. Und ja, also, wir haben noch eine Minute, deswegen komme ich mal schon mal zum Fazit. Für mich habe ich jetzt 2 Stunden gespielt, jeweils einmal, zweimal eine Stunde. Am Stück immer jeweils eine Stunde. Und bis jetzt muss ich sagen, also Renegade macht aktuell noch richtig Bock. Es ist ein bisschen zu leicht. Es ist ein bisschen altbacken an vielen Ecken. Man muss echt, ein bisschen sagen, ja, aber an sich macht es richtig Bock. Es ist bis jetzt eigentlich ganz geiles Mission Design. Es ist definitiv ein gutes Command & Conquer Universum. Und von meiner Seite aus freue ich mich tierisch, das Spiel zu Ende durchzuspielen. Ich bin sehr gespannt, was uns hier noch erwartet. Auch wenn ich, glaube ich, alles kenne. Ich habe auch wieder hier jetzt gerade den Aha-Effekt gehabt und wusste eigentlich, was mich erwartet.
Aber gut. Nächste Folge fahren wir jetzt hier mit dem Fahrstuhl nach oben. Dann bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Ihr hoffentlich auch. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben da, abonniert mich. Schreibt mir Feedback. Ich freue mich wie immer über jeden Scheiß und sage immer zum Schluss: Tschüss.